Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei Life is Strange True Colors. Und hallo übrigens auch, lieber Blumentopf-Vampir, der hier gerade reingetrudelt kommt, in den Chat, denn wir spielen ja wieder im Livestream. Ja, ich würde jetzt erstmal kurz hier die MyBlock-Sachen vorlesen. Das wollten wir ja, haben wir ja beim letzten Mal nicht gemacht. Machen wir dann jetzt. So. KRCT Radio. Es ist Zeit für Live-Musik. Werte Zuhörer in Haven, begebt euch zur Hauptbühne und sichert euch einen guten Platz. Irre! Ja! Okay. Leaves Bloom. Wir scheinen unsere letzten Körbe mit Rosen erreicht zu haben. Falls ihr eurer liebsten Person noch keine Rose gegeben habt, ist dies eure Chance. Ich liebe diese Tradition. Sie bringt immer das Beste in den Menschen zum Vorschein, die man liebt. Ihr hat es gefallen. Vielen Dank, Eleanor. Die sehen so gut aus. Ja. Riley Leith. Ich möchte nur kurz sagen, wie wunderbar Haven wirklich ist. Nächte wie diese erinnern mich daran, was für ein Glück ich habe, es mein Zuhause zu nennen. Kein anderer Ort wird dem je das Wasser reichen. Der Ryan hat da geantwortet. Und Eleanor, du selbst bist auch nicht schlecht. Du bist auch nicht schlecht. Das von der eigenen Oma zu hören, ist vielleicht auch nicht so unbedingt toll, aber ja, wir wissen, wie sie es meint. So, fröhliches Frühlingsfest an die Gemeinde von Haven Springs. Danke, dass wir mit ihnen feiern dürfen. Der Autor dieses Posts hat Antworten deaktiviert. Die wissen schon, warum. So, dann nochmal KRCT Radio. Werte Zuhörer in Haven, wir senden jetzt live vom Frühlingsfest. Kommt bei unserem Wagen im Park vorbei, um euch Tombola-Lose zu holen und vielleicht etwas zu gewinnen. Klasse, super. Bleibt auf jeden Fall in der Gegend und habt ein Auge auf die Hauptbühne. Wir haben etwas Besonderes geplant. Zwinker. Oh scheiße, uns steht ein Konzert bevor. Echt klasse so. Von Steph, wie sie das alles organisiert hat. Riesiges Dankeschön an alle, die beim Lab geholfen haben. Ich denke, dass es Ethan echt geholfen hat und ich hatte auch Spaß. Es war ein irrer Spaß. Genau, das sollten wir auf jeden Fall nochmal machen. Gute Arbeit, Stephanie. Ist es das, was vor sich ging? Hausverbot gilt immer noch. Okay. So, Angela Anderson. Vielen Dank an alle für einen weiteren grandiosen Chili-Kochwettbewerb fürs Frühlingsfest. Mein Mund steht immer noch in Flammen. Das Chili-Debakel von, keine Ahnung, kennt jemand? Kennt jemand die Serie Winona Earp? Also wir fanden die total klasse. Und da ging es auch immer um das Chili-Debakel von, ich weiß gar nicht, 98 oder so. Wahnsinns Chili-Mike, bitte gib mir das Rezept für die Lantern. Hättest du wohl gern. Ich bin so voll. So. Das Festival gibt es anscheinend schon länger. Ist das die Schwester von Wyatt Earp? Nee, die Tochter, oder? Mann im Hintergrund? Ja. Der Vater von Winona Earp hieß der Wyatt? Ja. Der heißt tatsächlich sogar Wyatt. Der Vater heißt Wyatt Earp. Ja, ist die Tochter. Also nein, eigentlich sein Urgroßvater. Sein Urgroßvater. Urgroßvater. Ihr Urgroßvater heißt Wyatt. Okay. Naja, ihr habt die Serie nicht geguckt. Da gab es doch mal einen Film. Kann sein. Ich weiß es gar nicht genau. Kann sein. Also wir haben die Serie geguckt, fanden sie sehr klasse. Leider wurde sie ja nicht fortgesetzt, weil sie jetzt keine Sponsoren mehr haben oder so. Schade eigentlich. Aber ist, glaube ich, auch nicht für jeden was. Es gibt auch Leute, die finden die nicht gut. Egal. Das Frühlingsfest hat begonnen. Als erstes steht unser jährlicher Chili-Koch-Wettbewerb an und später gibt's Live-Musik, ein Ratespiel mit Gelee-Bohnen, eine Tombola sowie Essen, Getränke und ein Lagerfeuer. Läuten wir den Frühling richtig ein. Wuhu! Endlich! Chili-Bier und Gelee-Bohnen, die Zutaten für ein weiteres großartiges Fest. Wyatt Earp, das Leben einer Legende, ist ein US-amerikanischer Western. Von Lawrence Kasdan aus dem Jahr 94 handelt vom Revolverheld Wyatt Earp. Kevin Costner und Dennis Quaid spielen die Hauptrollen. Ja, der Wyatt Earp war tatsächlich auch ein Sheriff im Wilden Westen. Und naja, ich will jetzt nicht weiter auf die Story eingehen, falls sich jemand die Serie noch angucken will, aber passt eigentlich ganz gut, ist ja interessant. Wusste ich gar nicht, dass es da auch einen Film gibt, aber ich glaube, das hat nichts miteinander zu tun. Denke ich. Nee. So. Der silberne Drache öffnet ab morgen wieder zu unseren normalen Geschäftszeiten. Vielen Dank nochmal an unsere treuen Kunden. Kommt vorbei für gute Stimmung nach dem Frühlingsfest. Wir wissen alle, wie ihr gute Stimmung macht. Cool, wird auch Zeit. Gut für dich, Charlotte. Die besten Neuigkeiten, die ich diese Woche gehört habe. Der Pete. Stammkunde. Der hat bestimmt auch schon die Alien-Bong ausprobiert. Sie hat den Alabaster fallen lassen. Mit Absicht. Weil ich nicht aufhören wollte.
Ich habe etwas Tumult im silbernen Drachen gehört, als ich zum Fest unterwegs war. Alles okay? Ja, alles gut. Tut mir leid, ich habe einen großen Block Alabaster im Studio fallen lassen. Danke, dass du nachfragst. Ja, da sind wir ein bisschen schuld, aber dafür geht's ihr jetzt auch besser, ne? So, und das haben wir schon gelesen. Gut, SMS gab's keine neuen. Okay, dann können wir weitermachen. Und hier mal gucken, ob wir noch irgendwo welche, irgendwelche Leute finden, mit denen wir reden können. Ich gucke nur ganz kurz mal hier hinter den Laden noch. Da ging es ja auch noch ein Stück die Straße rein. Ob hier noch irgendwo was ist oder liegt oder wie auch immer. Nee, sieht aber nicht danach aus. Okay, gut. So, wartet mal. Hier ist niemand. Mich stört das so ein bisschen, dass die Kamera so an ihr klebt heute. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Kamera ist heute sehr viel näher als sonst. Da hinten stehen noch Leute. Hier ist aber keiner weiter. Ich kann das aber, glaube ich, auch nicht weiter rauszoomen. So. Ah ja, die Eisverkäufer sind das. Wir sind Eiscreme-Genies. Wir haben es einfach drauf. Zeig den Bizeps, Eiscreme-Lady. Okay. Mehr sagen die aber nicht. Alles klar. Ich wundere, ich esse zwischendurch mal ein paar Äpfel. Die Rose kann kurz warten, aber ich sollte sie vergeben, bevor die Musik beginnt. Ja, machen wir ja. So, mit denen konnten wir nicht sprechen. Jetzt gehe ich überall nochmal lang, gucke, mit wem ich reden kann. Mit denen konnten wir auch nicht reden, aber wir konnten uns das Lagerfeuer angucken und uns hier sogar hinsetzen. Keine Marshmallows? Ach, komm schon. Na komm, cool. Kurz können wir uns hier mal hinsetzen. Ein bisschen der Musik lauschen. Ach so, das ist also diese Gemeindeversammlungssache, von der alle immer reden. Ja, yep. Alles klar. So, ich lasse das wieder nicht so lang laufen. Also, aber in letzter Zeit habe ich gar keine Anzeigen mehr bekommen von wegen irgendwelcher Copyright-Sachen. Das ist nicht normal. Es war ein Fehler herzuziehen. Alter, hau ab, solange du noch kannst. Ah, der hat es also auch schon gecheckt. Hallo? Oh Gott, Hilfe. Da ist Ducky. Ich bin froh, dass Ducky mitfeiert. Hey, Ducky. Wie fühlst du dich? Ja, wundervoll. Dank dir. Geh, amüsier dich. Hast es verdient. Mhm. Eleanor sorgt sich echt um Riley. Ich frag mich, was los ist. Wir wissen doch, was los ist. Hi, Eleanor. Guten Abend, Liebes. Viel zu tun. Wie? Trinken wir später? Ich gehe besser. Wir fragen die, ob wir was trinken, oder? Also, kippen wir ein paar Shots oder was? Natürlich. Tequila. Und wer fängt an? Ich mach nur Spaß. Oder doch nicht? Die Dekoration ist echt wunderbar. Das muss ein Haufen Arbeit gewesen sein. Das war's wert. Ich werde mal lieber gehen. Oh, ich habe mit Riley gesprochen. Ich denke, es geht ihr gut. Also keine Sorge. Das weiß ich wirklich zu schätzen, Alex. Danke. Ich wollte gerade schon sagen, können wir zu Riley eigentlich gar nichts sagen, aber sie hat es von selber gemacht. Find noch viel Spaß. Dir auch. Okay, da ist Steph. Nee, mit der möchte ich jetzt nicht reden. Gehen wir mal hier noch hin. Es ist schön, Jet so in seinem Element zu sehen. Mit dem können wir auch nicht sprechen.
So, und dann haben wir hier noch die Gelee-Bohnen-Tante. Für eine Jellybeans-Lady wirkt sie ziemlich selbstgefällig. Hallo. Errate die richtige Anzahl an Gelee-Bohnen und gewinne einen Preis. Du hast nur einen Versuch. Ein Versuch für die genaue Anzahl? Die Regeln sind schon ein bisschen krass, oder? Du bist gleich nach diesem entschlossenen jungen Mann dran. Ein weiteres Jahr, in dem ich den Gutscheingewinn behalten kann. Ich bin so gut. Die verrät das also immer noch nicht. Hi. Oh, hey. Schön, dich zu sehen. Du nimmst diese Jellybeans aber echt ziemlich ernst. Ja, denn der Preis ist ein 100-Dollar-Geschenkgutschein. Chrissy ist immer noch ganz nervös nach der Aufregung. Deshalb besorge ich ihr einen Haufen Leckerlis. Klingt echt peinlich, wenn es laut sagt. Katzenmann wird sein, der Hundemann. Es ist süß. Vielleicht kann ich helfen. Oh, echt? Bist du gut darin? Was glaubst du, wie viele Jellybeans es sind? Was glauben wir, wie viele Jellybeans es sind? 800? Ich glaube, 800 passen da nicht rein. Oder? Keine Ahnung. Ich sag 800. Es sind immer mehr, als man denkt. Ich sag mal, um die 800? Ja, könnte sein. Die Lady, die beim Glas sitzt, hat sich irgendwie verändert. Vielleicht sollte ich sie lesen. Okay. 800 ist nicht schlecht. Hoffentlich geht es nicht weiter runter. Oh, ich lag gar nicht so falsch. Vielleicht sollte ich etwas sagen. Okay. Also nochmal mit dem Gelee-Bohnen-Jungen reden? Hey, ich hätte da noch einen Tipp. Ja? Sie sagte weiter runter. Nehmen wir mal 700. Ich denke, es sind so ungefähr 700. Ja, 700 klingt gut. Aber wir müssen es ganz genau treffen. Ich habe gespürt, wie ihr Herz ein Aussetzer machte. Ich sollte sie nochmal lesen. Oh, ist das gemein. Wir cheaten. Wow, das war nah dran an 731. Wer ist dieses Mädchen? 731? Oh, ja. Ich weiß Bescheid. Na, dann wollen wir ihm mal helfen, seinen Gutschein zu gewinnen, ne? Hallo? So. Die richtige Antwort ist 731. Doch so viele. Ja, wie sie schon sagt. Frag mich nicht wie. Wie sie schon sagt, manchmal sind es mehr, als man denkt. Das stimmt. Yes. Danke für deine Hilfe. Du bist krass. Kein Ding. Was denn bei MyBlock? Na. Das Gelee-Bohnen-Ratespiel ist beendet. Glückwunsch an unseren Gewinner Hector. Danke, danke. Spart euch den Applaus. Mist, ich dachte, das läuft bis Mitternacht. Normal schon, aber jemand hat genau richtig geraten. Nie im Leben. Diesmal hat echt jemand gewonnen? Ja, ich bin überrascht. Wie lange ist es her? 4 Jahre? Ich glaube 5. Tja, schon ein bisschen cheaty, was wir hier gemacht haben, ne? So, lieber Ryan. Ich sollte mich... Brian war immer für mich da. Soll ich ihm eine Rose geben? Aha. Okay. Hey, Ryan. Ich hab etwas für dich. Alex. Darauf war ich wirklich überhaupt nicht vorbereitet. Wow. Danke. Gern geschehen. Weißt du, ich habe auch etwas für dich. Treffen wir uns nach der Show? Na klar. Okay, also... Jetzt wird's wild. Alles ist soweit aufgebaut. Bist du bereit? Ja. Wer spielt?
Sie steht vor dir. Steph spielt. Dein Ernst? Das ist ja mega. Krass. Und wer noch? Na du. Steph? Wer spielt sonst noch? Ich hasse euch beide. Der Blick. Wir wollten nicht, dass du kneifst. Ich hätte total gekniffen. Kneifen muss doch nichts Schlimmes sein. Was ist mit Proben? Wen kümmert's? Die sind doch eh alle hackedicht. Spiel irgendwas. Ich spiel dann mit. Das ist gemein. Das wird so krass. Glaub mir. Das ist schon gemein. Aber auch lustig. Hi. Wir haben noch nie zusammen gespielt und... jedenfalls... Sorry, wenn's kacke ist. Fuck it. Jetzt geht's ab hier. Klasse. Das war voll schön. Ich liebe das, wenn die singt. Spring nicht! Hey, Charlotte. Wie tief er wohl ist. Den See, meine ich. Weiß nicht. Ich fühlte mich furchtbar heute Nachmittag. Ich wusste nicht, ob ich dieses Gefühl überlebe. Aber jetzt... Es ist wie wenn dein Bein einschläft. Obwohl es noch an dir dran ist, fühlt es sich so fremd an. Mein Leben lang hatte ich intensive Gefühle. Aber vielleicht ist es besser so. Es tut mir leid, vielleicht ist es gut. Die springt da jetzt nicht rein, oder? Die kann doch schwimmen, hoffentlich. Was soll ich denn jetzt sagen? Es tut mir leid, aber was tut mir denn leid? Sie weiß doch nicht, dass wir ihr das Gefühl genommen haben.
mir gerade sehr unsicher. Es ist auch irgendwie, also irgendwie ist sie ganz strange seitdem, ne? Ja, ich meine, gut, wir haben ihr ja quasi irgendwas weggenommen. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ich sag mal, es tut mir leid. Charlotte, es tut mir so leid. Was tut dir leid? Ich wollte echt nicht, dass es so weit kommt. Ich auch nicht. Ja, sie ist irgendwie nicht mehr komplett. War schön, dich zu sehen. Viel Spaß auf dem Fest. Ach. Mein Arsch schmerzt immer noch. Du hast es weggesteckt wie nichts. Ach, das hatten wir schon. Ist kurzfristig, aber heute Abend steht mein jährliches Anschauen dieser unglaublichen Naturdokumentation an, falls du sie auch sehen möchtest. Warte mal, das haben wir schon. Bin dabei. Hi, können wir uns auf dem Dach treffen? Ich möchte dir etwas zeigen. Klar, ich bin gleich da. Und auf MyBlog war noch was. Okay. Ich muss wirklich zugeben, das fühlt sich echt gut an. Das war der Hammer! Das war der Hammer. Das war mal was anderes, Steph. Steph, Alex, bravo. Wow, wow, wow. Danke, Leute. Wir hatten irre viel Spaß. Ich habe einen Star Live gesehen. Okay, und KRCT Radio. Es ist Zeit für Live-Musik. Werte Zuhörer in Haven, begebt euch zur Hauptbühne und sichert euch einen guten Platz. Irre, jo! Das war's, glaube ich. Nee, hier ist noch was. Aufgepasst, Haven Springs, fröhliches Frühlingsfest und danke, dass ihr mich in eurer Gemeinde willkommen heißt. Um die anstehende Neueröffnung zu feiern, bietet das Braunbär Diner Einwohnern von Haven Springs, die unten einen Kommentar hinterlassen, kostenlos Suppe und Salat. Das ist was für mich. Super, da bin ich dabei. Ich hätte gerne kostenlos Suppe und Salat. Was für eine tolle Idee und das nehme ich gerne. Genau. Hey, sieht nach einem erfolgreichen Angebot aus, Jack. Wenn du nächstes Mal in der Lantern vorbeikommst, gehen die Drinks auf mich. Danke, Jed, das ist ja nett. Und man hat nie wieder etwas von Jack gehört. Hör auf mit dem Unsinn, ich bin extrem umgänglich. Und man hat nie wieder etwas von mir gehört. So, ich glaube, das war's, ja. Klingt, als würde Ryan mich auf dem Dach treffen wollen. Ja, gleich. Warten Sie bitte. Sonst ist nichts, ne? Ich dachte gerade, weil da jetzt das Zeichen nochmal war. Ich glaube, sonst müssen wir mit keinem mehr sprechen. Dann gehen wir mal, oder? Wollen wir nochmal kurz gucken, ob wir mit Steph reden können? Nee, ich denke, also wir haben ja alle Erinnerungen gefunden. Dann gehen wir mal zu Ryan aufs Dach. Der schubst uns da jetzt bestimmt gleich runter oder so. Wollten wir uns nicht auch noch mit Pike treffen? Die Aussicht auf Ryan lässt uns alles vergessen. Bestimmt passiert gleich irgendwas ganz Schlimmes. Hallo? Er hat unseren verranzten Garten wieder in Ordnung gebracht. Und ein Bäumchen gepflanzt. Tada! Was ist das, ein Kakaobaum? Es ist ein Baum. Was du nicht sagst. Das war nicht nötig. Das sehe ich. Danke, du Wildnisexperte. Ich habe mich eher gefragt, warum? Meine Mom litt an Schlaflosigkeit, als ich klein war. Sie fuhr dann hier zur Lantern um 3 Uhr morgens, um am Garten zu arbeiten. Manchmal nahm sie mich mit. Er war immer ein besonderer Ort für mich.
Hoffentlich wird er das für dich auch. Ja, total. Übersieh einfach die ganzen verwelkten Blumen und Pflanzen. Ich hätte mich besser um ihn kümmern sollen. Komm schon. Du musstest dich um andere Sachen sorgen, wie dieses granatenstarke Set. Du bist ein echter Rockstar. Danke. Für alles. Ja. Das Publikum war begeistert. Du weißt, dass du nächstes Jahr wieder ran musst. Alles okay? Ja, schon. Ich denke nur, ich war viel zu beschäftigt, um auch nur kurz über die Zukunft nachzudenken. Okay. Wie findest du das? Alex' Zukunft in Haven Springs. Der große Kinohit. Das Musical. Auf dem Eis. Schließ die Augen. Es ist morgens. Kühl. Du kannst deinen Atem sehen. Du läufst gerade die Hauptstraße entlang auf dem Weg zur Arbeit. Wohin? Plattenladen, Black Lantern. Ich finde die Black Lantern eigentlich ganz cool. Zur Lantern. Okay, gehst keine Risiken ein, aber verstehe ich. Nach der Arbeit? Die Sonne wird noch für ein paar Stunden scheinen. Es ist jetzt warm und du trägst deine Jacke unter dem Arm. Was ist dein Plan? Gitarre spielen oder wandern gehen? Wandern wird ihm wahrscheinlich besser gefallen, aber Gitarre spielen nehme ich mal. Ich setze mich hier aufs Dach und spiele meine Gitarre. Sehr gut. Nicht aus der Übung kommen. Nur noch ein paar Monate bis zum nächsten Frühlingsfest. Plötzlich ist jemand an der Tür. Wer? Nur die coolste Person in Haven Springs. Er kommt auf dich zu, auf seine extrem coole Art. Seine Karojacke flattert im Wind. Idiot. Ja. Oh Mann. Jetzt mach schon. Du sollst nicht gleich dein ganzes Leben durchplanen, aber Haven Springs wird dir immer ein Zuhause sein, falls du dich entschließt, hier Wurzeln zu schlagen. War das ein Gärtnerwitz? Nein. Kann sein. Du bedeutest mir viel, Alex. Sehr viel. Du bist die unglaublichste Person, die ich je getroffen habe. Jetzt küss sie doch endlich. Auf geht's! Komm schon, du Idiot, küss sie! Küss sie! Aber echt, ey. Ich würde dich wirklich gern küssen. Ah! Was sagt man nicht? Ich weiß. Mach's einfach! Die knutschen! Bam! Lol, guckt euch das an. Wow! Ja, genau! Ist schon klar. Willst du zurück zum Fest? Ich kaufe dir eine Zuckerwatte. Da gab's gar keine Zuckerwatte. Willst du eine für mich aufheben? Ja, klar. Wir sehen uns dort. Waren die Lichter im Hintergrund eben schon an? Weiß es nicht, Leute.
Pfui. Alex. Alex, das machst du jetzt nicht. Hey, Gabe. Kann ich dir etwas sagen? Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum du gestorben bist. Wer verantwortlich ist. Ist das nicht verrückt? Ich habe keine Spur mehr, der ich folgen kann. Was mir Angst macht. Denn nach all dem, nach Typhon, nach dir, ist da nur ein normales Leben. Ich habe irgendwie darauf gezählt, dass du mir zeigst, wie das geht. Aber ich denke, ich finde es schon heraus. Ich wünschte nur, du wärst hier, um es zu sehen. Und ich habe Ryan geküsst. Das ist auch passiert. Er hat jetzt eben das Gefühl, dass die diesen USB-Stick da ins Wasser werfen will. Was passiert, wenn ich jetzt auf Abbrechen drücke? Naja, wir wollen mal weitermachen, oder? Alex, nee. Macht sie nicht. Gut, 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 gut. Aber irgendwas wird doch noch passieren. Wo hat die das Ding eigentlich in dem engen Rock? Ah, hi. Alex. Hast du den USB-Stick? Hab ich. Es ist alles da drauf. Gabes Anruf, ihr geheimer Plan, die Vertuschung. Du musst mit mir aufs Revier kommen. Und er steckt mit drin. Alex. Mach's nicht kompliziert. Das kann doch nicht wahr sein. Er steckt mit drin. Eigentlich hätten wir es ja wissen können. So. Hast du dir dein erstes Frühlingsfest nicht vorgestellt, hä? Nicht wirklich. Kaffee? Wie wär's mit einem Bier? Kaffee wäre super, nein, danke. Komm zum Punkt. Gerade nicht. Aber danke. Gut. Ja, denn er ist sowieso alle. Lol. Pike, warum bin ich hier? Kurz gesagt, Diane klagt dich wegen des Diebstahls ihres USB-Sticks an. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht dein Ernst, Pike. Du willst mich wohl verarschen, oder was? Die hat den rangelassen. Garantiert hat die den rangelassen. Und deswegen steht er jetzt hinter ihr. Das ist Schwachsinn. Das ist auch Schwachsinn. Ja, natürlich haben wir den geklaut, aber da sind Beweise drauf, Mann. Wovon redest du, verdammt? Außerdem soll sie erstmal beweisen, dass wir den gestohlen haben. Der ist ihr runtergefallen, wir haben den gefunden. Hast du den Stick gestohlen oder nicht? Nein. Hast du ihn dir wenigstens angesehen? Ich kann nicht. Tut mir leid. Boah, was für ein Arsch, ey. Warum denn nicht? Was meinst du? Warum nicht? Naja, erstens bräuchte ich eine Vollmacht. Und zweitens, der Fall ist abgeschlossen.
Der Befehl ist heute gekommen. Ich habe getan, was ich konnte, aber es gab keine Beweise. Tut mir leid, Alex. Der will mich verarschen. Die hat den garantiert rangelassen. Ja, ich hab doch Beweise. Ich hab die Beweise. Direkt hier. Es macht keinen Unterschied. Doch. Hör mal. Was meinem Bruder passiert ist, war kein Unfall. Es war ein Verbrechen. Die Dateien auf dem Stick beweisen es. Das könnte stimmen. Nehmen wir mal an, dass es so ist. Das Problem ist, du hast Typhon bestohlen. Das hilft uns nicht gerade. Das sollen die erstmal beweisen. Ich hab dir gerade einen eindeutigen Beweis geliefert. Ist doch egal, woher. Vielleicht nicht. Aber das tut es. Alex, dir ist wohl nicht klar, was das zu bedeuten hat. Doch, sogar sehr. Diane, zeig dich an. Wegen Cyberkriminalität. Das ist kein Kavaliersdelikt, Alex. 5 bis 10 Jahre Gefängnis. Bitte was? Scheiß doch auf die! Weißt du was? Scheiß auf Diane. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist ein Witz. Aber du hast nochmal Glück gehabt. Ich habe mit ihr geredet. Und obwohl sie wütend auf dich ist, ist sie bereit, es auf sich beruhen zu lassen. Wenn du zustimmst, es gut sein zu lassen, erhebt Typhon keine Anklage. Warum macht sie sowas? Sie will nur, dass das Ganze vorbei ist. Und so sorgst du dafür. Ja, und ihren Arsch aus der Misere ziehen. Die hängt genauso mit drin. Einen Scheiß mache ich. Ich unterschreibe nichts. Alex. Nein. Typhon hat was in den Bergen begraben. Etwas so Großes, dass sie Gabes Anruf ignoriert haben und die Explosion auslösten, um es zu vertuschen. Willst du nicht wissen, was es ist? Was meinst du mit es vertuschen? Eine zweite Explosion, unangekündigt, die zur selben Zeit in der alten Förderstätte ausgelöst wurde. Und das alles passierte nur wenige Wochen, bevor die Inspektionen beginnen sollten. Komm schon, Pike. Es ist alles hier. Oh, ernsthaft, Mann! Nur weil du mal einen wegstecken durftest. Es macht keinen Unterschied. Doch! Boah! Alex, bitte, komm. Unterschreib's einfach. Nein! Dann gehen wir beide zurück zur Party. Nein! Alex, das ist kein Angebot. Du hast keine Wahl. Ich sagte nein. Nein ist keine Option. Oh, doch. Wovor hast du solche Angst? Schau's dir an. Scheiße. Was könnte in dem Umschlag sein? Alex, bitte. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Dann hilf mir doch, verdammt. Python Mining Sicherheit, Bedrohungseinstufung, Person Chen Alexandra. Feindliche Einstellung gegenüber Typhon. Bruder Gabriel Chen starb bei einem Unfall, der mit einer Typhon-Sprengung zu tun hatte. Einstufung. Informationen zeigen, dass die Person entschlossen und effizient ist. Negative Einstellung erhält über die vorausgesehene Trauerbewältigung hinaus. Verdächtige scheint ebenfalls im Besitz von vertraulichen Daten und Informationen zu sein. Priorität der Bedrohung 1, sofortiges Einschreiten erforderlich. Pff.
Agent B, Privatdetektiv, Person Alexandra Chen, Art der Ermittlung, Bedrohungseinstufung, Observationsdaten, 1.5. bis 25.5. Ermittlungszusammenfassung, 1.5. begannen mit der Beschattung der Person nach dem Treffen mit Mac Loudon. Person traf sich mit einem Mann, der als Ryan Lucan identifiziert wurde. Wenig Bemerkenswertes zu berichten, 13.5. Person verbrachte 3 Stunden in der Wohnung. Wi-Fi-Überwachung enthüllte Suchen nach Typhons Geschichte und Aufzeichnungen zu Gerichtsverfahren. 25.5. Person traf sich mit Klienten in der Black Lantern und unterhielt sich. Es scheint, als habe die Person ein Objekt vom Klienten gestohlen. Typhon Mining Sicherheit, Bedrohungseinstufung, Person Lucan Ryan, feindliche Einstellung gegenüber Typhon. Enger Freund Gabriel Chen starb bei einem Unfall, bla bla bla. Unterstützt Alexandra Chen in ihren Bemühungen gegen Typhon, involviert in den Unfall und extrem außer sich deswegen. Person kennt sich sehr gut mit der Geografie und den Einwohnern von Haven aus. Und Stephanie Gingrich. Unterstützt Alexandra Chen in ihren Bemühungen, hat sich als einfallsreich und gefährlich erwiesen. Wow. 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 Ist das eine Drohung? Was hast du denn erwartet? Und du machst nix? Typhon, eine globale Organisation mit Milliarden an Einnahmen, eine Armee aus Anwälten und wer weiß, wie vielen Politikern in der Tasche einfach die Hände hochreißt und sagt, du hast gewonnen. Wow. Ich wollte doch nur Gerechtigkeit für Gabe. Ja, naja. Typhon hat seine eigene Idee von Gerechtigkeit. Und du bist das Gesetz, du Vogel. Scheiße. Glaub mir, ich will doch auch, dass diese Mistkerle dafür büßen. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass es nicht möglich ist. Sie sind zu groß, zu vernetzt, zu skrupellos. Hass mich, wenn du willst. Nenn mich einen Feigling. Aber ich will dich nicht auch noch verlieren müssen wie Gabe. Pike hat richtig Angst vor Typhon. Aber wenn ich ihm seine Angst nehmen kann. Aber es geht nicht nur um mich. Steph und Ryan sind auch in Gefahr. Nein, fuck, wir unterschreiben das nicht. Ich will Typhon komplett ruinieren. Aber soll ich dafür echt ihre Leben in Gefahr bringen und auch meins? Die werden doch nicht noch 3 Menschen umbringen. Die werden doch nicht noch 3 Menschen umbringen und damit durchkommen. Also, mal ganz ehrlich. Und der Pike ist hier das Gesetz in der Stadt. Also irgendwas muss er doch machen können, wenn er nicht so viel Angst hätte. Er muss doch einfach nur diesen USB-Stick auslesen und alles jetzt sofort öffentlich machen. Dann ist doch schon der ganze Spuk eigentlich vorbei, oder nicht? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich glaube nicht, dass die es riskieren, noch 3 Menschen zu töten. Oder verschwinden zu lassen. 4, wenn der Pike jetzt mitmacht. Ich will das nicht unterschreiben. Ich will Gerechtigkeit für Gabe. Ich will nicht, dass die einfach mit der Scheiße davonkommen. Ich nehme das jetzt. Ich hoffe, das war kein Fehler. Willst du dein Leben deswegen riskieren? Gabe, Mac, Alex, wer ist als nächstes dran? Scheiße, scheiße, scheiße. Zieh einfach den Kopf ein, du Idiot. Du bist bloß ein Bauer. Typhon ist ein großes Tier. Typhon verliert nicht. Typhon lässt Leute verschwinden. Sollen die doch sterben, nicht ich. Mac ist auch weg? Also haben die den Mac aus dem Weg geschafft? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich weiß, du hast Angst. Ich auch. Ich weiß, du glaubst, Typhon ist zu groß. Zu unbesiegbar.
Es stimmt nicht. Ich mach sie fertig. Ich brauche nur deine Hilfe. Für Gabe oder hab Mut? Für Gabe. Ganz einfach. Wenn nicht für mich, dann für Gabe. Bitte. Komm schon, Pike. Fuck. Ich denk darüber nach. Danke. Nein, nicht nachdenken, tun! Komm jetzt, hau ab. Wirklich? Alex. Pass bitte auf. Und jetzt Kopfschuss durchs Fenster. Wow. Wie skrupellos die einfach sind. Alex, komm vorbei, wenn du Zeit hast. Jet, Taverne, Blackland. Es gibt immer eine... Was? Eine Entkorkungsgebühr. Okay. Okay. Diese Fotos. Wie lange beobachten sie uns schon? Und was passiert, wenn... Ganz ruhig. Keine Ahnung, was ich als nächstes tun soll. Die Wohnung hilft nicht mehr es, wenn ich mit Jet rede. Okay. Also erst muss ich diese Klamotten loswerden. Ja, wir ziehen uns gleich das um. Das bedeutet mir auch viel, Ryan. Lass dir das Eis schmecken. Das Frühlingsfest ist leider vorbei, aber der Spaß geht weiter bei Lawinen-Eiscreme. Teilt eure liebste Erinnerung, Entschuldigung. Teilt eure liebste Erinnerung vom Fest in den Kommentaren und ihr bekommt eine Kugel umsonst. Mir hat gefallen, wie Josh sich die Schnute am Chili verbrannt hat. Mir nicht. Hol dir besser schnell eine Kugel gegen die Verbrennung. Die Musik, ganz klar. Uns hat das Set auch gefallen, eine Gratiskugel. Ich habe einen Moment mit jemand ganz Besonderem genossen und eine Verbindung zu ihr gefühlt, die ich ewig in Ehren halten werde. Verdammt, Alter, ich denke, damit hast du dir zwei Kugeln verdient. So. Was für ein Festhaven. Wir haben gegessen, getrunken und uns amüsiert. Wir haben Chilis probiert, zur Musik getanzt und einen wundervollen Frühlingsabend in unserer schönen Stadt genossen. Danke an alle für ein weiteres grandioses Jahr. Oh Manu, jetzt will ich auch Eis. Ja, ich auch. So eine schöne, leckere, so ein schönes, leckeres Vanille-Softeis. So. Oh, geil. So ein richtig großes mit Himbeersoße oder so. Oh. Das wäre so toll jetzt. Egal. Tolles Frühlingsfest. Und danke an unsere Geschäftspartner und alle, die sich so angestrengt haben, um dieses Fest möglich zu machen. Gern geschehen. Die lachenden Gesichter und die Freude waren es wert. Beste Zeit des Jahres. So ein richtig prunkvoller Eisbecher. Ja, oder sowas. Mit ganz viel, keine Ahnung, mit ganz viel Obst drauf. Oder halt so ein Schokobecher. Oh ja. Boah, oder noch viel geiler. Eis mit heißen Himbeeren. Ja. Das wär's jetzt. Alles auf einmal. Einfach alles auf einmal. Ein Frozen Joghurt. Kleinen Moment mal eben. So. Bin wieder da. Ja. Oder so. Genau. Frozen Joghurt mit geilen Toppings. Ja, das wäre auch gut. So, das haben wir gelesen. Hier. Schön, dass Ducky eine tolle Nacht hatte. Es war schlussendlich...
Doch ein grandioses Frühlingsfest. Es war toll, dich dieses Jahr auf dem Fest zu sehen, Doug. Es ist eindeutig eine Zeit für neue Anfänge. Das ist die richtige Einstellung, Ducky. Ich sollte anfangen, meine Leistungen in Rechnung zu stellen. Zwei eurer Nachbarn haben ihren Beziehungsstatus geändert. Josh Hopkins und Julia Crow sind jetzt in einer Beziehung. Na endlich! Oh mein Gott, endlich! Im Ernst, Alter? Kommt schon, wusste es jeder außer uns? Ja, es wusste jeder außer euch. So, und im Tagebuch haben wir dann hier noch Ducky und Ryan. Das lesen wir aber auch beim nächsten Mal vielleicht. Wobei ich halt denke, dass ich so Sachen halt relativ bald lesen sollte, weil ich glaube, das Kapitel geht nicht mehr so lang. Ducky, hoffentlich geht es ihm gut. Riley wird mir bestimmt nicht helfen können, Typhon zu hacken. Nein, außerdem ist Riley nicht mehr da. Was ist denn hier? Achso, das ist die Flasche. Jetzt bin ich wohl auf mich allein gestellt. Ich will Ryan und Steph nicht noch tiefer mit reinziehen. Was tut die Katze da? Okay. Luna. Ab jetzt weht hier wohl ein anderer Wind. Meine Katze spielt da an irgendwelchen Plastik rum. Mann im Hintergrund? Die Katze frisst das Plaste auf da unten. Es ist Zeit, sich umzuziehen. Ah, ich kann mich hier nochmal hinsetzen. Ich hatte echt keine Ahnung, worauf ich mich hier einlasse, oder? Wir schaffen das. Vergrabene Geheimnisse, böse Minengesellschaften, Todesdrohungen. Mir war nicht klar, wie furchtbar es alles sein würde. Solange wir Shushu haben, ist alles in Ordnung. Ich habe meine Freunde in Lebensgefahr gebracht. Wofür? War es alles umsonst? Can I share this now with you? Can I hold you in my arms? I'm gonna whisper in your ear. Ich höre mir das wieder nicht so lange an. Wenn ihr das hören wollt, müsst ihr das Spiel wohl selber mal spielen. Ja. Ja, sie macht sich jetzt natürlich Sorgen, aber ich meine, am Ende wird die Gerechtigkeit doch siegen, oder? Hoffen wir es mal. Ist meine Aufgabe, mich umzuziehen? Ja, okay. Kommt der denn her? Das muss Ryan sein. Der Abend war vielleicht nicht nur scheiße. Was Gott sagen? Ich freue mich schon auf die Albträume heute Nacht. Die haben dir bestimmt eine Bombe unter das Bett gelegt. Für heute war's das mit dem Spielen, glaube ich. Vielleicht radle ich einfach zur Mine und buddel da selbst nach Antworten. Ja, warum eigentlich nicht? So, das haben wir uns ja auch schon alles angeguckt. Na gut, dann ziehen wir uns jetzt mal wieder um. Ich brauche frische Klamotten. Der Schrank ruft nach mir. Okay. Ja, mit dem Umziehen, mit dem Vorlesen, ich denke mir halt, dass wir so bald wie möglich alles vorlesen sollten, weil... Ich könnte aber auch jetzt mit Jet reden. Ich denke mal, wie gesagt, das Kapitel geht nicht mehr so lang und dann... Passen wir vielleicht irgendwas, wie damals bei Life is Strange. Da konnte ich am Ende die letzten Sachen auch nicht mehr vorlesen, weil wir das Buch nicht mehr hatten. Darf ich das... besser aus, als ich mich fühle. Darf ich das nicht wechseln? Muss ich das anbehalten? Diesen hässlichen grauen Pullover? Okay. Haven Springs Sabertooth. Ich fühle mich schon besser. Okay, pass mal auf, dann lese ich jetzt doch nochmal die Tagebucheinträge hier vor. Pike hat Angst. Jetzt haben wir sogar drei Sachen noch. Na gut. Duckys Traurigkeit. Manchmal reservieren wir Platz in unseren Köpfen für bestimmte Leute. Die wichtigen jedenfalls. Sie werden zu einem Teil von uns. So permanent und unveränderlich, dass du dir schlussendlich nicht mehr vorstellen kannst, wer du ohne sie bist. Und dann eines Tages sind sie fort. Und alles, was verbleibt, ist der Platz, den du für sie geschaffen hast. Und du bist dir nicht sicher, wie du überhaupt atmen sollst.
Vielleicht fühlt es sich so an, von Geistern verfolgt zu werden. Ducky weiß nicht, wie er ohne Tabs Ducky sein soll. Einem Teil von ihm kommt es so vor, als hätte er die Jahre seit ihrem Tod mit Imitieren verbracht, einer Sammlung dessen, wer er war, als sie noch hier war. Ich denke, als sie tanzten, erinnerte er sich ein wenig daran, wer diese Person war. Ich denke, er konnte etwas davon sehen, was Tabs in ihm sah. Den habe ich selbst geschnitzt. Sieh ins Glas. Du wirst die ganze verdammte Stadt überleben. Hoffentlich sehe ich dich am Boden, wenn ich endlich das Glas leere. Ich habe die ganze verdammte Stadt überlebt. Ich will dich endlich wieder tanzen sehen. Oh. Ryans Freude. Er hatte anfangs Angst. Ich musste ihn nicht mal lesen. Eines der besten Dinge an Ryan ist sein nutzloses Pokerface. Es ist schon verrückt, wie du Angst davor haben kannst, das zu bekommen, was du dir erhoffst und gleichzeitig Angst hast, es nicht zu bekommen. Es ist auch komisch, dass deine Hoffnungen, wenn sie erfüllt werden, ein wenig wie Angst schmecken. Gerade genug, um dein Herz zum Rasen zu bringen und dein Gehirn in eine dieser elektrischen Kugeln zu verwandeln, die man früher kaufen konnte. Er sagte mir, ich soll in Haven bleiben, und als ich runter auf die Hauptstraße sah, konnte ich mir nur für eine Sekunde nicht vorstellen, was in der Welt ich lieber sein würde. Wo in der Welt ich lieber sein würde, so. Er gab mir das Gefühl, ich könnte ein Teil dieses Orts werden, als könnte ich so sehr Teil von Haven Springs sein wie die Berge und der See und das Frühlingsfest. Als hätte ich es mir verdient, vielleicht habe ich das. Ma litt an Insomnie? Als ich klein war. Ich versuche nicht, dich zum Plan deines ganzen Lebens zu bringen. Küssi, du Idiot. Triff mich im schlaflosen Garten, schließe meine Augen und sieh das zukünftige Du, das sich erinnert, das heutige Ich zu küssen. Insomnie, Schlaflosigkeit. Ja, hat er ja gesagt, genau. Pikes Angst. Es gibt die Art Bedrohung, die dich nachts wach hält, aufmerksam und verängstigt. Dann gibt es die Art, von der du nicht mal weißt, also schläfst du friedlich. Rate mal, welche davon dich eher umbringt. Ich dachte, ich wüsste, was Tithon ist, aber in Wirklichkeit hatte ich keine Ahnung. Pike wusste es. Und es machte ihm Angst. Der Horror des Zeugen, das gelähmte Publikum, gefesselt und gezwungen, sich dieselbe unvermeidliche Choreografie wieder und wieder und wieder anzusehen. Was hast du gesehen, Pike? Vor Gabe, vor mir. Welche Geheimnisse musst du bewahren und für wie lange? Ich dachte an Charlotte, was ich mit ihrer Wut getan hatte. Was, wenn ich Pikes Angst nahm? Sie schluckte, sie zu meiner machte. Würde es das mit ihm anstellen, was ich mit Charlotte anstellte? Ich musste das Risiko eingehen. Ich will nicht, dass du verletzt wirst. Zieh den Kopf ein. Tithon verliert nicht. Nein ist keine Option. Ratte, zieh den Kopf ein. Die Katzen gewinnen immer. Mit zitternder Faust streiche ich dich von ihrer Liste. Ich kann das nicht nochmal. So, und dann gucken wir uns hier mal noch die letzten Erinnerungen an, und zwar einmal hier das Polaroid. Oh, Ryan, das Gefühl kenne ich. Jet war das Einzige, was er an dem Nebel ausmachen konnte. Das einzige erkennbare Wahrzeichen in einer stürmischen See aus Jägermeister, kurzen mit Wackelpudding und lächerlich alkoholhaltigen Colorado-Bieren. Also hielt er sich an Papa fest und vertraute ihm, dass er ihn durch das Schlimmste leiten würde, und das tat Jet. Jedes Mal, wenn Ryan das Gefühl hatte, dass die Welt ihn verschlucken würde, brachte Jets Stimme ihn zurück und war sein Anker. Das möchte ich für jemand anderen sein, eine Erinnerung, dass ihre Füße noch auf festem Boden stehen, auch wenn ihr Gehirn schreit, dass das Gegenteil wahr ist. Ich habe das Gefühl, ich könnte das sein. Es sorgt auch dafür, dass ich nie wieder etwas trinken will, aber hauptsächlich die erste Sache. der Sticker. Sein Zuhause zu verlassen tut weh. Es ist so lange her, dass ich ein Zuhause hatte, das ich verlassen konnte, dass ich das wohl vergessen hatte. Man kann sich auf die Zukunft konzentrieren, auf die Hoffnung und die Aufregung, den nächsten großen Schritt zu tun, auf die Erleichterung, von vorn anzufangen. Aber der Schmerz verschwindet nicht. Ich denke, für Riley ist ihr Zuhause mehr Eleanor als Haven Springs. Die Stadt ist nur Holz und Beton und Pflasterstein, aber Eleanor? Riley wäre ohne sie nicht Riley. Ich denke, das verstehe ich ein wenig oder beginne damit. Was ich an Haven Springs liebe, was mir das Gefühl gibt, dass ich hierher passe, sind die Menschen, die einen Platz für mich geschaffen haben. Wenn ich darüber nachdenke, sie zurückzulassen, selbst wenn ich weiß, dass etwas Besseres auf mich wartet, fühlt es sich an, als lasse ich einen Teil von mir selbst zurück. So, dann haben wir noch das Schlagzeug. Gabe
buchte das Konzert. Er fand sie im Internet und war wie besessen. Er schickte Steth aus heiterem Himmel eine Nachricht, ein Fremder, der schwor, dass es in Haven Springs eine Szene gab. Also kamen sie und sie spielten für einen leeren Raum, während Gabe hinter der Bar headbangte und bei jedem Lied mitsang. Und das Wilde daran ist, dass es Steth und Izzy gefiel. Er war etwas Besonderes. Es war etwas Besonderes, diese Demütigung zu teilen und sich zusammen zu schämen, anstatt allein, und am Ende des Konzerts wurde es ein Spiel. Wie hart können wir abrocken, wenn es keinem kümmert? Wenn die beste Punkrock-Band der Welt ein Konzert gibt und niemand dort ist, um es zu hören, gibt sie einen Ton von sich? Ja. Das Mikrofon? Sie sagte ja, aber Jed wusste schon von dem Moment an, in dem er die Bühne betrat, dass sie es tun würde. Anne Foster war Jeds Mädchen, durch und durch, seit sie sich zum ersten Mal sahen. Das Frühlingsfest wirkte wie der richtige Ort, es offiziell zu machen. Ich denke, das Frühlingsfest sorgte dafür, dass Jed sich unbesiegbar fühlte. Die Lichter und die Musik, das Gelächter, das Gefühl eines kalten Biers in der Hand und der Wind aus den Bergen, der dich daran erinnerte, dass der Winter erst ein paar Wochen lang vorbei war und jederzeit zurückkehren konnte. Nichts Schlechtes passierte je auf dem Frühlingsfest. Es ist schön, sich so sicher zu sein, dass dich jemand liebt, ohne Furcht zu sein, diese Person zu verlieren. Komisch, aber schön. Vielleicht weiß man so, dass man etwas Gutes hat. Man muss sich nie fragen, ob diese Person am nächsten Tag noch bei einem ist. Was haben wir noch gefunden? Das war's, glaube ich, ne? Polaroid. Sticker, Schlagzeug, das Mikrofon, die presste Rose. Die hatten wir aber schon vorgelesen. Okay, dann haben wir alles vorgelesen. Ich denke, ich kann den Bossman jetzt treffen. Und ich würde sagen, wir beenden mal hier die Folge. Wenn es euch gefallen hat, liebe Leute, dann lasst mir doch gerne einen Daumen oben nach oben da und einen Kommentar. Gern auch den ein oder anderen Kommentar. Ich bin durcheinander. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich bin ein bisschen atemlos vom Vorlesen jetzt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ich sollte runtergehen und mit Jed reden. Bis zum nächsten Mal. Ich will ihn nicht warten lassen. Tschüss.